Ergebnisse ihrer Auswertungen über Pflanzen, Sporen und Ganzlebewesen. Deckung und sicher nicht vor der. Haben Sie den schon gesehen? Nein. Das ist schön, was wäre. Nein, das ist er nicht. Dann ist er nicht. Das ist nämlich eine dunkle Farbe. Ja, dann ist er Hexen, natürlich. Und den kann man essen. Nein, dann kommt nicht mehr. Welcher wird jetzt gesucht? Der Herr hat im Garten einen Röhrling, den ich glaube, das ist der schönste sein. Das ist ein Hexenröhrling. Der hat einen dunkelbraunen Kopf. Aber nicht das der Rotfuchs? Hat er unten im Stiel? Hat einen ganz dunkelten Stiel. Ja, dann gehört zu den Hexen da dran. Einen dicken Stiel. Ich weiß auch, was denn hier sein soll. Das sind die Weißen. In der Mitte. Ja, die Hörnchen, ja. Die so aussehen wie ein Hagel. Ja, ja. Das sind jetzt zwei von diesen Mondsichelalgen, die sich sozusagen Rücken an Rücken aneinander gelegt haben, eine Brücke gebildet haben und da ist dann das Material zusammengeflossen. Ja, ja. Aus einer Wagenfurche aus der Gegend von Litschau. Ich lehne dessen Augenflagge laden mit einem roten Auge oder Stigma, sagt man auch manchmal, die sich mit einer Geißel fortbewegen. Das ist ein Kunstwerk. Das ist um 1 Quadratzentimeter, Sie sehen es ja. Sie sind 2260 Stück. Das ist auf 1 Quadratzentimeter. Das ist ein Wunder. Das ist eine ganz genaue Ordnung. So, und jetzt gehen Sie mit der Vergrößerung rauf. Ja. Sie brauchen Ihre beide Hände dazu. Bitte. Dann bilden Sie in der Mitte, so wie auf dem Bild hier, das ist etwas eine andere Art, die wandern auseinander, bilden in der Mitte die fehlenden Hälften jeweils nach. Das geht so 3-4 Stunden und nach 3 oder 4 Stunden liegen unmittelbar nebeneinander zwei vollkommen identische Zellen, die praktisch genau dieselbe genetische Information, dieselbe Erbinformation haben wie die Mutterzellen. Während das, was wir vorhin da gesehen haben, da war ja der Zellinhalt von zwei Zellen vermischt worden. Damit ist es nicht mehr identisch mit den Mutterzellen. Ne? Hier sind es praktisch rein identische Zellen. Die wandern dann, werden vollständig und irgendwann trennen sie sich in der Mitte und wandern auseinander. Ja, und zwar gehören sie zu den Volvokalen, also zu den Volvox-Kugeln. Die sind hier in den Teichen auch vorhanden. Besonders am Richterteich haben wir immer wieder Volvox gefunden. Bei der Bedingungen ist es ganz verschieden. Man hat sie nicht so gern mit diesen Wasserblüten, weil sie bei der eine Unmenge Pflanzen gebildet werden, welche dann wieder abgebaut werden müssen und Wasser und Sauerstoff aus dem Wasser brauchen für den Abbau. Thank you.
unseren hochgeschätzten Mitbürger und Heimatforscher Karl Simmel. Nun Alexander Buhl. So oft ich auf die Karte von meiner Heimat schaue, sehe ich dich stets auch immer, dich kleine Stadt Litschau. Du bist ein schmuckes Städtchen, umgrenzt von Wald und Tal, gar lieblich ist die Lage, an Reizen wahrhaft reich. Am Stadtplatz steht die Kirche, ein schöner gotischer Bau, vom hohen Alter melden die Mauern alt und grau. Mag man die Burg beschauen, von welcher Seite man will, man muss sie stets bewundern, der Reize hat sie viel. O Städtchen, hoch im Alter, gar viel hast du erlebt, denn in den vielen Jahren hat oft das Reich gebebt. Und möge wiederkommen, bald bessere, schöne Zeit, und diese soll dann bleiben für Zeit und Ewigkeit. Hohe Festversammlung. Das Wirken des Ehrenbürgers Zimmel, des Oberlehrers Zimmel, war geprägt von der Liebe zur Heimat und zu den Menschen. Gedanke aufgenommen, das heurige 60-jährige Jubiläum seines Todestages oder Todesjahres zum Anlass für eine umfassende Ehrung zu nehmen. Wir gingen fast vor einem Jahr in die Wehrleite und hielten eine kurze Gedenkstunde am Denkmal dieses großen Ehrenbürgers unserer Stadt. 1956 dankte die Stadt Litschau der Form, dass diese wunderschöne Büste in der Wehrleite aufgestellt wurde und zusätzlich diese schöne Quelle wurde nach ihm benannt und ist ein lebendes Zeichen seines Wirkens hier in Litschau, die Karl-Zimmel-Quelle. Danke Frau Satzmer und ihrem Sohn als Eigentümer des Hauses, dass sie, die ja Werbeflächen für ihr Geschäft brauchen, uns ein Platzl nach unserer Wahl am Haus Nummer 26 zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank. Dankbaren Litscher recht, recht herzlich. Ich ersuche alle recht herzlich, kommen Sie mit uns ins Museum und besichtigen Sie die Sonderausstellung Karl Simmel und seine Zeit. Eine Erinnerung von der